Yo, heiter YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Schwert DLC. Wir sind immer noch hier auf der Rüstungsinsel und gehen diese Episode den Turm an. Oder einen der Türme an, besser gesagt. Ja, es gibt zwei Türme, Wasserturm und Darkness-Turm, also Dunkelturm in dem Sinne. Blau und Rot. Und diese Episode werden wir mit unserem Dakuma-Kumpel hier zusammen einen der Türme angehen. Bevor wir das allerdings machen können, müssen wir unser Dakuma trainieren. Aber da wir faule Trainer sind und da ich schon Ewigkeiten, obwohl ich eine Menge geradet habe, theoretisch, hingegangen bin und schon lange kein Pokémon mehr gepowert habe, sollte ich eigentlich theoretisch eine Menge Sonderbonbons und eine Menge XP-Candies haben. XP-Bonbons haben, wie auch immer die heißen. Ja, hier, EP-Bonbon und so weiter und so fort. Super, super viel ist es nicht. Ich bin jetzt hier kein Hardcore-Pokémon-Spieler gewesen, der unendlich lange gegrindet hat, gefühlt. Aber wir haben trotzdem einige davon zusammen, womit wir locker einige unserer Pokémon auf Level 100 kriegen können. Mir ist gesagt worden, mehr oder weniger als Spoiler, man muss mindestens so um die Level 70 sein, um den Turm zu schaffen. Deswegen werde ich so zwischen Level 70 und Level 80 anstreben, würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, wie viel XP man kriegt, wenn man hier so ein paar Bonbons gibt. Das ist einiges schon. Durchbruch, okay. Wir leveln den Kleinen jetzt erstmal in aller Ruhe hoch und geben ihm ein paar dezente Attacken, sodass es sich auf jeden Fall wehren kann, das Pokémon. Scanner, nee, brauchen wir nicht. Protzer, vielleicht. Könnte vielleicht gar nicht mal so bad sein. Vielleicht gegen Energiefokus. Okay. Kopfnuss ist Trash. Wenn wir die anderen Moves ja schon haben. Okay. So, wenn ich dem jetzt nochmal ein paar gebe, 20 werden zu wenig sein. Ich gebe dem Kollegen jetzt nochmal 40. Damit sind wir immer noch nicht da, wo wir hinwollen, denke ich mir mal. 53 haben wir jetzt ungefähr. Wuchtschlag. Was genau macht Wuchtschlag noch gleich? Oh, so eine Accuracy ist ja unter aller Sau. Lernen wir auf gar keinen Fall den Schwachsinn. Counter brauchen wir auch nicht wirklich. Das wäre vielleicht eine Option. Nahkampf lernen. Ich bin der Meinung, wir brauchen nicht unbedingt Eroas. Eisenschädel ist cool. 80 Damage, 100 Genauigkeit plus Flinch. Durchbruch ist gut als normale Kampfattacke, plus wir brechen damit Barrieren und so weiter. Und Nahkampf ist die All-Out. Wir brauchen Damage-Attacke. Obviously. Power Punch. Ist auch ein guter Move. Bevor er angreift, wird er vorher getroffen, ist die Attacke. Das Problem ist halt, wenn wir vorher getroffen werden und die Chance, dass wir vorher getroffen werden mit einem Ruckzuck-Hieb oder so. Was die komischerweise auch immer noch auf Level 70 haben, die Gegner. Das ist halt nicht so geil. Sehr situationsabhängig. Ich baller die ganze Zeit Medium-Bonbons raus. Dabei habe ich bestimmt auch noch große XL-Bonbons und sowas. Aber egal, wir haben nicht so viele XP gekriegt overall. Ich hau jetzt nochmal hier 60 rein. Gucken, was passiert. Level 66, okay. Fuck it, wir schmeißen einfach nochmal alles rein. 73. Okay, jetzt sind wir auf 73. Das sollte ausreichen, das sollte genügen. Damit sollten wir hoffentlich durch den Dings durchkommen. Vielleicht geben wir unserem Pokémon nur noch ein Item. Was können wir dir denn geben? Wir geben dem Kollegen einen Ebolith. Denn noch ist es nicht entwickelt und dadurch wird es auch noch tankiger, was die Aufgabe hoffentlich leichter macht. So, aber Planänderung, meine Freunde. Ich werde das Pokémon nicht zum Wasser weiterentwickeln lassen, wie ich geplant hatte, sondern mein Kollege wird zum Dark-Type. Der eine oder andere fragt sich jetzt, was, wieso? Ist der Dark-Type nicht beschissen? Vierfach schwach gegen Fee etc.? Damit kassierst du doch richtig. Wozu willst du denn Dark-Type-Version von dem Pokémon haben? Und die Antwort ist ganz einfach so, dass ich mir ein Set ausgedacht habe, mehr oder weniger, für einen Dark-Type davon. Und nachdem ich lange darüber nachgedacht habe und mir aber auch bei PokéAim, einem anderen YouTuber, den ich sehr gerne schaue, mir Informationen dazu gesucht habe, ich der Meinung bin,
dass die Dark-Variante definitiv besser ist als die Wasser-Variante und dass die Dark-Variante in der Meta wahrscheinlich besser mithalten kann letztendlich als die Wasser-Variante. Klar, man ist vierfach schwach gegen Fairies und Fairies sind eigentlich immer unterwegs, gerade mit Togekiss und Co. Aber am Ende des Tages muss ich dazu sagen, dass man das Pokémon halt einfach nicht gegen Fairies reinswappen sollte. Es mag sein, dass die Wasservariante in Double-Kämpfen besser ist, aber das Set, was ich mir jetzt ausgesucht habe für mein Urshifu, heißt es glaube ich im Englischen, das ist definitiv ein Singles-Set, was für Singles besser ist. Und da ich sowieso vorhabe, früher oder später, jetzt zeitnah in Singles reinzuspringen, weil ihr mich ja oft genug gefragt habt, ob ich nicht mal Singles spielen möchte, habe ich nichts dagegen, mit einem Urshifu, eventuell zeitnah, mit dem Pokémon, was wir hier im Let's Play großziehen, in meine Single-Kämpfe reinzuspringen. Und ich hoffe, dass es euch da mindestens genauso viel Spaß macht wie auch mir. Das Problem ist, wir müssen auf jeden Fall noch bis zum Ende des Monats warten, weil die ganzen neuen Pokémon sind alle noch nicht im Ranking, sag ich mal, erlaubt. Die sind alle noch nicht freigeschaltet, richtig. Und das Problem daran ist halt, dass sich die neuen Regeln immer erst am Anfang einer neuen Saison durchsetzen oder aktiviert werden letztendlich. Das bedeutet, so ein Pokémon wie unser Pokémon, was wir gerade dabei haben. Oh cool, hier sind Molunks. Das ist nice. Aber so Pokémon wie das Pokémon, was wir gerade hier zum Beispiel benutzen, die sind noch nicht freigeschaltet für VGC etc. Ich habe gerade übelst den Brainlag gehabt. Aber egal. So, wir gehen hier hoch. Nicht nur sind wir hier oben auf dem Berg, sondern müssen dann nur noch auf die Turmspitze. Wird noch ein bisschen extremer, wenn ihr mich fragt, als unten am Wasser zu bleiben. Ich wollte mich gerade links und rechts umgucken. Aber okay. Hell yeah. Haben wir noch irgendein Item? Ist ja bestimmt auch irgendwo ein Dick da hier hinter. Ist ein Den hinter. Eine Schattenbrille. Da habe ich das Gefühl, kriegt man... Next Strike. Nice. Nice. Das ist ein guter Move. Irgendwie habe ich das Gefühl... Sind hier einige Sachen noch versteckt, die ich nicht sehe gerade. Aber was soll's. Da hinten ist der andere Tower. Können wir von hier aus sehen. Das ist cool. Naja, okay. Unsere Aufgabe dieser Episode ist es, den Kleinen zu entwickeln und hier durchzukommen. Hallo Gimp. Der Meister hat mir schon Bescheid gegeben. Dies ist der Turm des Unlichts. Er dient allein dem Training deines Dukamas. Oder Dakumas, Entschuldigung. Solange er es nicht das einzige Pokémon in deinem Team ist, kann ich dir keinen Zutritt gewähren. Das heißt, ich muss legit erst alle Pokémon aus meinem Team in eine Box reinschmeißen, damit wir hier rein dürfen. Ja gut, aber wenn wir dann schon einmal dabei sind, viele bewegen wir die beiden hier auch mal. Da machen wir die letzte Box hier zu meiner Partybox. Mit allen Pokémon, die in meiner Party waren. Mehr oder weniger. Okay. Mein Shillock ist jetzt nicht offizielles Partymitglied im Großen und Ganzen gewesen. So, dann haben wir hier unsere OG-Party. Bloß Shillock, was wir nebenbei noch am Trainieren waren. Und nur Dakuma im Team, dass wir jetzt hier rein dürfen. Hoffentlich. Hat Dakuma mindestens Level 70 erreicht, sollte es das Training problemlos abschließen können. Wenn du den Turm betrittst, kannst du ihn erst wieder verlassen, sobald du die 5 Trainer bezwungen hast, die darin auf dich warten, oder nachdem du selbst besiegt wurdest. Zudem bleibt dir durch das Betreten eines Turms der Zugang zum anderen auf ewig verwehrt. Also, willst du den Turm des Unlichts betreten und die Künste des Unlichts, um die Künste des Unlichts zu lernen und denen des Wassers zu entsagen? Ich hasse so Entscheidungen, vor allen Dingen, wenn sie wirklich permanent sind, aber ja, wollen wir. Deine Entscheidung fällt also wirklich auf den Turm des Unlichts? Jawohl, ja. Du wirkst sehr entschlossen, dann viel Erfolg. Das heißt, man kommt hier ohne Level 70 zu haben erst gar nicht rein. Gut zu wissen. Das heißt, du lässt dich nicht hier einfach reinlaufen, du kriegst einfach auf die Fresse. Sieht cool hier drin aus. Aber jetzt, wo ich das Design von innen sehe und wie interessant das ist... Ja, ich wollte auch nicht rausgehen.
Würde ich gerne sehen, wie der Wasserturm von innen aussieht. Weil der Turm hier hat so einen spooky Vibe. Irgendwie gibt mir der so Knofenser-Turm und Lavandia-Spooky-Vibes, der Turm mit den Kerzen hier drin auch so. Hat irgendwie was. Aber wir wollen direkt mal loslegen, würde ich sagen. Wenn du nur dem Licht nachjagst, erweitert sich dein Horizont nie. Meine Attacken lassen Licht und Dunkelheit eins werden. Das wird auch auf dich abfärben. Die Musik hier ist dope ohne Ende. Wow, und die Musik von der Overworld geht in die Kampfmusik über. Wie cool ist das denn? Ja, easy peasy, Mann. Was willst du mit dem Ding machen? Das ist zwar ein Unlicht-Pokémon, aber... Die sind einfach mal sehr effektiv auf das Ding. Es überlebt doch nichts. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob der Wasserturm nicht vielleicht ein bisschen schwieriger sogar auch ist, weil der Wasserturm... Ich sollte mich weniger auf Licht und Dunkel konzentrieren. Du bist eine Inspiration. Okay. Wirklich beeindruckend. Du darfst dich auf die nächste Ebene begeben. Es interessiert mich halt, ob der Wasserturm nicht eventuell ein bisschen schwieriger ist, weil... Wir haben nichts, was sehr effektiv auf Wasser-Pokémon ist. Da müssen wir bestimmt einen Hit hier und da mehr wegstecken. Außerdem können auch einige Wasser-Pokémon gleichzeitig Psycho-Attacken haben. Starmie zum Beispiel etc. Enteron. Und so weiter und so fort, was ziemlich effektiv sein könnte auch auf unseren Kampftypen dann. Wasserturm hört sich irgendwie einiges brutaler an. Vom Schwierigkeitsgrad her. Erst die Dunkelheit macht es möglich, auch den schwächsten Lichtstrahl wahrnehmen zu können. Ich werde dir zeigen, wie man die ultimative Kombination aus Licht und Dunkelheit entfesselt. Und ich werde dir zeigen, wie man die Luft anhält und nicht so große Reden schwingt. Aber ich finde das so cool gemacht hier gerade, dass man sich so hocharbeitet. Dann machen wir doch mal Durchbruch. Wenn die alle nur ein Pokémon haben, kann ich auch Nahkampf machen, um zu garantieren, dass die wirklich umfallen. Level up. Selbst mit meiner ultimativen Kombination aus Licht und Dunkelheit habe ich verloren. Sieh mal einer an. Wirklich beeindruckend. Du darfst dich auf die nächste Ebene begeben. Jetzt irgendwie schade, dass man hier nicht hochlaufen kann, sondern dass man hier so geportet wird mit einer Treppe. Wir alle irren auf unserem Faden durch die lichtlose Dunkelheit. Auch der Ausgang dieses Kampfes ist in ein tiefes Schwarz gehüllt. Aber genau das macht es ja so spannend. Okay. Iskala. Dann wollen wir doch mal. Ein One-Shot leider. Nachttype. Und wir beenden den Kampf. Easy peasy. Warum haben die hier auch schon wieder alle nicht entwickelte Mons? Level 65 plus. Und die Dinger sind immer noch nicht entwickelt. Ich raff es nicht. Und die Musik ist echt geil. Kann man sagen, was man will. Licht und Dunkelheit liegen oft nah beieinander. Schaffst du es, aus beiden das Beste zu ziehen? Aber sicher doch. Bad Boy Crocodile. Oing, oing. Durchbruch, auf geht's. Protect. Interesting. Kein Protect für dich diese Runde. Nahkampf. Du wirst absolut vernichtet dafür, dass du Zeit gestallt hast. Kabam. Find's gut, dass die alle gute Verlierer sind.
Dir ist es offenbar gelungen, aus beidem das Allerbeste herauszuholen. Hell yeah, of course. Dort wirst du bereits von jemandem erwartet auf der nächsten Ebene. Okay. Dann wollen wir doch mal auf die letzte Ebene hochgehen. Baby. Hallo, alter Mann. Da bist du ja endlich. Ich dachte mir, dass du den Turm des Unlichts wählen würdest. Daher kam ich gleich her. Hut ab, Gimp. Und Dakuma, ihr habt saubere Arbeit geleistet. Kuma. Doch, euch steht noch ein abschließender Kampf bevor. Und zwar gegen mich. Zur Abwechslung werde ich meinem Gegner Ball nicht mit Samthandschuhen anfassen. Also zieh dich warm an. Fisch-Pokémon meiden einen allzu klaren Fluss, der nicht den Schutz der Dunkelheit bietet. Ich werde dir zeigen, was wirklich hinter den geheimen Künsten des Unlichts steckt. Dass hier oben keine Musik war und jetzt auf einmal Musik wieder anfängt zu spielen, ist mega dope. What the fuck? Er hat das Schwert und das Schildsymbol auf seinem Trikot oder auf seinem Trainingsanzug. Plus er hat das Pokémon-Liga-Symbol auf seinen Schweißbändern oder was auch immer das da ist, was er am Arm trägt. Seine Augenbrauen fliegen vor lauter Energie Super Saiyan-Modus nach oben. Und er hat gefärbte, lange Haare. Damn, Bro. Irgendwie gibt er mir so... Hell yeah. Gegen dich bleibt mir nichts anderes übrig als ernsthaft. Gut, schärfe deine Sinne und nutze den Kampf, um dich weiterzuentwickeln. Nice. Level 70. Dann wollen wir doch mal. Ich würde sagen, wir öffnen... Wir sollten outspeeden, oder? Wir öffnen mit Eisenschädel. Let's go. Gib mir den Flinch. Sieh zu und staune, Gimp. Das ist das wahre Potenzial von Dakumas Fäusten. Eroas. Dafür hätte ich ja Eroas behalten sollen. Okay, jetzt machen wir Nahkampf und finishen den Kampf. Wenn wir den Kampf nicht finishen, weiß Johnny weiter. Ja, na klar. Perfekter Damage. Irgendwie erinnert mich der Typ an einen Pokémon-Kolosseum-Charakter. Oder Dunkler Sturm, also Gamecube-Spiele. Einfach überwältigend, wie schnell die jungen Leute sich weiterentwickeln. Ist ja schon badass, der Alte, mit seiner Energie, ne? Und seinen Saltos, die er einfach so macht. Crazy. Unglaublich. Ihr zwei seid wahrhaftig ein fantastisches Team. Hell yeah. Oh, so süß, ne? Die Katzen hier sind so cool. Ich wusste es doch, dass ich mich auf dich verlassen kann, Gimp. Prächtig, prächtig, wenn ich sehe, wie toll du Dakuma trainiert hast, geht mir das Herz auf. Vor langer Zeit hat sich mein damals bester Schüler auch an diesem Training versucht. Sein Name war Delian. Leider hat ihm sein miserabler Orientierungssinn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat es nicht einmal bis zum Turm geschafft. Dein scheiß Ernst? Come on, Bro. So, jetzt ist aber Zeit für... Ist es aber Zeit für Dakumas Entwicklung. Zeig ihm doch mal bitte die Schriftrolle des Unlichts. Okay. Und was ist, wenn ich nicht möchte, dass sich mein Pokémon entwickelt? Ich finde den Kleinen nämlich süß, so wie er ist. Aber naja, was will man machen? Möchtest du Dakuma die Schriftrolle des Unlichts zeigen und bei ihm die Entwicklung auslösen? Hell yeah. Warum nicht? Kuh. Dakuma. Kuma.
Nanu, Dakuma entwickelt sich. Let's go, let's go, let's go, oh oh. Hell yeah. Glückwunsch, dein Dakuma hat sich zu einem Wu Lao Su entwickelt. Urshifu. Warum die deutschen Namen auch immer so kompliziert sein müssen. Wu Lao Su. Ich spreche das bestimmt super falsch aus. Hat einen Eintrag im Pokédex bekommen. Fokussierter Stil. Es ist darauf spezialisiert, Gegner mit nur einem Treffer zu bezwingen, indem es sie schlagartig anfällt und einen fokussierten Hieb austeilt. Hell yeah. Versucht, Finstertreffer zu erlernen. Soll eine bekannte Attacke durch Finstertreffer ersetzt werden? Yes, sir. Warum auch nicht? Finstertreffer Unlicht 5 von 5, 80 Damage, 100 Accuracy. Der Anwender hat den Stil des Unlichts gemeistert und führt einen fokussierten harten Schlag mit Volltreffer-Garantie aus. Damn, Bro. Das heißt, das Ding macht auf jeden Fall Double, nein, nicht Double Damage. Ich glaube, in dieser Genesis 1,5 Damage. Ich hau mal Eisenschädel raus, würde ich sagen. Ich hätte Protzer rausballern sollen, aber egal. Wir können eh beim Pokémon Center die Attacken wieder lernen. 1, 2 und schwupp. Hat Eisenschädel vergessen und Finstertreffer erlernt. Nope. Sehe und staune, vor dir steht Wu Lao Su in all seiner Pracht. Eine unbeugsame Rüstung, an der selbst die härteste Klinge in zwei bricht. Der fokussierte Stil der Unlichtform in seiner vollendeten Form. Wuh. Kaum zu glauben, dass es sich als kleiner Racker immer ängstlich hinter mir versteckt hat. Was für eine Veränderung. Egal, wie viele Jahre man schon auf dem Buckel hat, es ist doch immer etwas Bewegendes, jemanden oder jemandes Entwicklung so nah mitzuverfolgen. Vielen Dank, Gimp. Und Wu Lao Su. Huch, da hätte ich doch um ein Haar etwas Wichtiges vergessen. Hier für dich. Das überreiche ich nur jenen, die gegen mein wahres Ich gekämpft haben. Die Ligakarte von Maastricht, okay. Okay, also es wird Zeit, zum Dojo zurückzukehren. Big Boy Pokémon, ey, ey. An ihrem Talent gibt's nichts zu rütteln. Dann ist es wohl langsam an der Zeit. An der Zeit für was? Womit geht's weiter? Es nickt mir einfach nur zu. Holy fuck. In den Beutel damit. Und du bekommst ein neues Item von mir, weil jetzt brauchst du kein Evolith mehr. Ich würde sagen, vielleicht das hier. Stärkt physische Attacken etwas. I don't know. Oder eine Schattenbrille für die Unlichtattacke. Würde ihm bestimmt gut stehen. Sieht sowieso schon so Gangster aus, das Pokémon. Aber was haben wir sonst noch so? Expertengurt. Vielleicht geben wir auch den hier rüber. Er wird den damaged ein bisschen. Kann ich mit leben. Mir fällt gerade auf, ich hätte das Pokémon erst EV trainieren sollen. Weil dadurch, dass wir jetzt ein paar Pokémon verkloppt haben, hat das Ding halt EVs gekriegt, ne? Was nicht so gut ist. Aber was soll's. Haben wir irgendwas, was ich ihm geben möchte? Ich kann das auch mal auf Level 100 leveln, wenn ich schon dabei bin. Wir machen einfach maximal, wie wir brauchen. Level 100. Fertig ist das Ding. Weißt du was? Ich gebe ihm für jetzt einfach Überreste. Was soll's. Mir fällt gerade nichts Besseres spontan ein. Kümmere ich mich später nochmal drum. Und ich wollte auch meine Pokémon zurück in mein Team aufnehmen, wenn ich das schon darf. Ja. Muss ich jetzt alle wieder einzeln hier rüberpacken, oder was? Vielleicht hätte ich die doch nicht neu sortieren sollen. Hätte die als lange Schlange einfach wieder als Menge hier reinziehen können. Das wäre einiges leichter gewesen.
Zation, du bleibst nochmal im PC. Ich will nämlich noch weiterhin Shillock mitnehmen. Gut. Auf geht's, ab geht's. Was kommt jetzt auf mich zu, hä? Du hast ja gesagt, da wäre noch irgendwas. Hopp ist am Start. Hell yeah. Hey Gimp, willkommen zurück. Du scheinst bei deinem Training hier im Dojo so richtig ranzuklotzen. Was machst du denn hier, Hopp? Haha, diese Reaktion gefällt mir, so kenne ich dich. Ich bin wegen Nachforschung zum Dynamax-Phänomen für eine Weile auf der Rüstungsinsel. Ihr zwei seid also befreundet, hä? Dieser quirlige junge Mann hat mich gerade gefragt, ob er auf der Rüstungsinsel campen darf. Was ich natürlich prompt abgelehnt habe. Warum sollte er draußen campen müssen, wenn er auch hier im Dojo übernachten kann? Das wäre mir natürlich eine große Hilfe, aber ich will niemanden Umstände machen. Bei uns im Master Dojo ist jedermann jederzeit willkommen. Und als Deleons kleiner Bruder gehörst du sowieso quasi zur Familie. Stimmt, als er jünger war, hat Deleon zum Dojo trainiert. Gut, sie haben es so gewollt. Dann werde ich noch eine Weile hierbleiben. Meister Maestrich. Oder Maestrich. Jawohl, ja. Das sind doch mal dufte Neuigkeiten. Je mehr hier los ist, desto lustiger wird es. Übrigens, Gimp. Ich wollte dir noch etwas zu Dakuma oder eher seiner Entwicklung Wulaus zu erzählen. In diesem Pokémon schlummert das Potenzial zur Giga-Dynamaximierung. Bei deiner Pilzen rollen sich ihm allerdings vor Ekel die Zehennägel auf. Deswegen ist es keine deiner Suppe. Aber wenn man der Suppe ein gewisses Etwas hinzufügt, das man hier auf der Rüstungsinsel finden kann, ändert sich das. Dieses Etwas ist... Was ist es? Es ist... Ich hab's vergessen. Was? Das gibt's doch nicht. Das macht ja sogar noch mehr Spaß als bei Deleon. Dieses Etwas, das Walusu, was auch immer, die Suppe schmackhaft machen würde, hat etwas mit einem bestimmten Pokémon zu tun. Wo Hopp schon mal da ist, könnt ihr euch auch zu zweit Gedanken machen und danach suchen. Also dann, haut rein, aber nicht zu doll. Läuft das mit dem Training hier immer so ab? Ich weiß ja nicht ganz, worum es hier eigentlich geht, aber jetzt bin ich auch neugierig. Auf dieses... Etwas. Übrigens habe ich in einem Buch mal etwas über Wulaosu gelesen. Sie gehören der Kategorie Kung Fu an und leben in den Bergen einer weit entfernten Region. Einer weit entfernten Region? In der Region, die demnächst kommt, nach dem Spiel eventuell? In Gen 9? Ach so? Ich dachte, du hast eins. Informierst du dich etwa nicht über deine eigenen Pokémon? Jedenfalls, wenn ich mich recht erinnere, mögen Wulaosu zähflüssigen Honig. Gimp, ich hab's. Honig gibt es nicht ohne Pflanzennektar, oder? Und wo gibt es Pflanzen? Im Wald. Ich werde dir helfen. Schließlich hat es auch was mit deiner Maximierung zu tun, beziehungsweise der Nachforschung dazu zu tun. Los, machen wir ein Wettrennen zum Wald. Machen wir ein Wettrennen zum Wald hinterem Sumpfgebiet. Der letzte ist ein Lamus. Ich meine, ich mag Lamus. Und ich habe keinen Bock zu rennen. Aber wenn ich so darüber gerade nachdenke, müssen wir dem Pokémon auch noch Dings geben. Wo haben wir sie denn? Die waren ganz oben irgendwo mit dabei, daran erinnere ich mich. Die haben wir nämlich eben schon mal gesehen. Und zwar die Dynamax-Bonbons. Damit haben wir die Dynamax-Level erstmal auf Max gesetzt. Sehr schön. So. Was wollte ich noch machen? Genau, ich wollte dem Kollegen noch eine Minze geben. Ich erinnere mich. Wo haben wir denn die Minze, die ich da draufballern möchte? Mann, die ganzen Discs und so. What the fuck? Nö, das sind nicht die Münzen. Habe ich eine Münze dafür dabei, eventuell?
Ich weiß gar nicht, wer genau welche Münze ich nehmen muss. Steigt sein Angriff schneller, aber seine Initiative umso langsamer. Nope. Hastig. Scheu, ruhig. Ach, ich werde mir in aller Ruhe nochmal eine Münze überlegen. Ich bin am Überlegen, gerade entweder Dings zu nehmen. Plus Attack. Minus Special Attack. Oder plus Speed minus Special Attack. Bin mir noch nicht sicher, welche von beiden ich da nehmen will. Welches Wesen. Und welche Münze ich demnach benutzen möchte. Das ist eine Sache, auf die ich auf jeden Fall nochmal schlafen muss, würde ich sagen. Wo ich mir nochmal Gedanken drüber machen muss. Können wir also auch noch in der nächsten Episode zur Not angehen. Aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut für heute. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, einen Daumen nach oben. Abonniert zum Kanal, damit ihr keine zukünftigen Folgen mehr verpasst. Ich bin raus und lasst es euch so wie immer gut gehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.